andere Sachen auch nicht sind, schrecklich da. Ne? Das ist dann auch direkt zu Hause erzählt, so und so verfahren. Wenn der Fitzturm sich jetzt gleich nicht hinter dem Schild mehr versteckt, dann komm auch. Vorgucken auf jeden Fall. Viel Spaß. Ja. So. Ja, wir wollen ein bisschen mehr Sicherheit auf dem Schulweg für die Kinder bringen und hoffen, dass das jetzt eine Aktion ist, die auch was bewirkt und den Kindern einen sicheren Schulweg ermöglicht. Hintergrund ist, es gab Vorfälle auf dem Parkplatz vor der Schule. Genau, richtig, ja. Dadurch, dass einige Kinder gefährdet wurden beim Bringen, sind wir darauf aufmerksam geworden, dass das so einfach nicht weitergeht und die Möglichkeit einfach anders gegeben werden muss und die Eltern auch einfach ein bisschen hellhörig werden müssen, dass es einfach andere Wege geben muss, sein Kind in der Schule sicher abzugeben bzw. dorthin zu bringen. Die Schule hat immer wenig Möglichkeiten des Einflusses. Man kann sich eigentlich nur auf Bitten verlegen. Das fruchtet nicht immer. Ne? Genau, deswegen sind wir natürlich sehr dankbar, dass sich der Schulelternbeirat unserer Bitte angenommen hat und sich mit der Stadtbadbildung in Verbindung gesetzt hat. Und das hat aber, muss ich schon sagen, auch sehr positiv. Also es ging sehr schnell und auch von der Stadt die Bereitschaft, uns dabei zu unterstützen, war auch sehr groß. Ja, Ordnungsamt hat zusammen mit der Schule und dem Elternbeirat hier das Schild Bringzone entwickelt und aufgestellt. Wir haben im Vorgespräch gemerkt, vieles ist nicht möglich zu sanktionieren, wenn sich Eltern nicht dran halten. Wird das Ordnungsamt zumindest präsent sein und darauf hinweisen, dass es neuerdings hier diese Bringzone gibt? Ja, also wir werden mit Personal natürlich die Situation begleiten, dass wir beobachten, aber auch die Eltern nochmal ansprechen. Die Schule bzw. die Elternschaft ist an uns herangetreten, hat von dem Problem geschildert und wir haben an anderer Stelle gute Erfahrungen damit gemacht, mit diesen Elterntaxi-Bringzonen und wollen das jetzt hier auch versuchen. Haben hier etwas die Sorge, dass das vielleicht nicht ganz so gut angenommen werden könnte, weil das die Gelegenheit zum Abholen fehlt. Aber wie gesagt, die Schule wird auf die Eltern einwirken, die Elternbeiratschaft wird auf die Eltern und Schüler einwirken und wir werden hier auch vor Ort sein und das begleiten. Nun sind Eltern Gewohnheitstiere, hätte ich bald gesagt. Ja. Also es wird eine gewisse Zeit dauern, bis sich das hier rumgesprochen hat und auch angenommen worden ist. Ja, da hatten wir aber den Vorschlag an die Schule unterbreitet, dass vielleicht auch die Kinder mitgenommen werden und auch bei den Kindern selbst, also nicht nur bei den Eltern, ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass das hier die sichere Möglichkeit ist, auszusteigen und ohne Gefährdung die 20 Meter zur Schule rüberzugehen.